Hallo, werte EP-Freunde. In dieser dritten Folge meiner kleinen Reihe zur Vorstellung von Neuerungen und Verbesserungen in EP 16 möchte ich einmal die Möglichkeiten beim Straßenbau demonstrieren. Und zwar anhand eines Beispiels mit einer einspurigen Straße. Wobei ich hier schon einmal vorbereitet habe den Verlauf der einen Richtungsfahrbahn. Wie gesagt, mit einem einspurigen Straßenspline. Das war nämlich bislang unter Umständen etwas mit Schwierigkeiten behaftet, da eine zweite Richtungsfahrbahn genau anschließend lückenlos zu verlegen, gerade wenn es darum ging, dies in schwierigem Gelände zu tun, wie hier, nämlich in so einer hügeligen Landschaft, wo sich eine Straße mit diversen Kurven und wechselnden Anstiegen den Berg oder den Abhang hinaufwindet. Das, wie gesagt, habe ich erstmal vorbereitet, weil das also noch relativ unproblematisch ist. Da legt man einfach den Spline und biegt ihn sich dann mit Kurven und Steigung, Biegung so zurecht, dass es sich einigermaßen an das vorhandene Gelände anfügt. Wobei hier zum Beispiel auch mal eine Senke vorhanden ist, die dann nachher durch einen entsprechenden Damm und eine Anhebung des Geländes ausgeglichen wird. Aber entsprechend würde man sicherlich auch in der Realität verfahren, möglichst ohne Kunstbauten und ohne allzu viele Erdbewegungen den Straßenverlauf in groben Zügen dem vorhandenen Gelände anzupassen. Das ist etwas anders als wie bei der Eisenbahn, wo man ja auch doch immer versucht, einen möglichst ebenen Streckenverlauf hinzubekommen und auch größere Kunstbauten und Erdbewegungen dafür in Kauf nimmt. Aber bei der Straße, wie gesagt, ist das unter Umständen wesentlich preisgünstiger, weil man da eben nicht so viel Kunstbauten und Anpassungen des Geländes benötigt. Ja, das habe ich hier vorbereitet und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, geht es darum, die Gegenfahrbahn zu verlegen. Das geschieht dann im 2D-Editor. Und zwar so, dass ich hier dieses Gleisstück oben markiere. Das läuft also ziemlich eben, ohne große Steigung. Eine kleine Steigung ist noch drin. Und vor allen Dingen verläuft es hier oben in etwa im 90-Grad-Winkel, dann hinten aus der Anlage raus, 60 Meter lang. Und das sind so die Parameter. Und dieses Gleis wird jetzt nach links kopiert. Nicht Gleis, sondern Straße in dem Falle. Dieser Spline wird nach links kopiert. Und zwar im Abstand von 3,50 Meter. Bei Gleisen sind es 4,50 Meter. Ich habe das hier schon mal auf 3,50 Meter geändert. In der Höhe ergibt sich keine Änderung. Und die Umkehr soll erfolgen, dass also die Splines für die Gegenfahrrichtung, für den Gegenverkehr auch in der Gegenrichtung verlegt werden. Das muss nicht unbedingt so sein, aber naja, da hat vielleicht jeder so seinen eigenen Geschmack, dass man die Splines dann in der Gegenrichtung verlegt. Das ist unter Umständen insofern relevant, als man zum Beispiel Straßenlaternen unter Umständen aufstellen will. Und die dann nicht unbedingt auf der anderen Straßenseite umdrehen muss, sondern sie dann entlang des Randes immer in der Standardrichtung aufstellen kann. Das ist so ungefähr wie bei den Bahnstrecken mit den Oberleitungsmasten. Also Straßenstil beibehalten, aber umdrehen und 3,50 Meter Abstand. Üblicherweise wird ja nach links, steht ja hier Abstand nach links, also es wird nach links vervielfältigt. Und das geschieht jetzt mit einem Mausklick.
Und zwar für die einzelnen Straßenstücke hier. Man könnte es auch mit einem Auswahlrahmen alle auf einmal bearbeiten. Und dann haben wir das hier bearbeitet und vervielfältigt. Ohne weitere Umstände. Man sieht ja auch, dass das alles recht lange Stücken sind. Die sind alle um die 60 Meter lang. Ja. So viel dazu. Das Ganze sieht dann in 3D schon mal ganz ansprechend aus, ohne Spalten, ohne Lücken hier in der Mitte. Das ist ja das, worauf es ankommt und was es hier zu demonstrieren gilt. Ja, das ist soweit gelungen, wie man sieht. Jetzt das Gelände darunter anpassen. Da mache ich es jetzt mal mit dem Auswahlrahmen, den ich hier über diesen ganzen neuen Straßenbereich ziehe, so dass der also hier vollständig markiert ist. Und dann gebe ich hier ein bei Abgleich plus 0,2, also 20 cm, damit die Straße nicht so weit aus dem Gelände rausguckt. Auch am Anfang 0,20, drücke auf Abgleich und schon sieht man, dass sich das Gelände hier entsprechend angeglichen hat mit einem kleinen Bahndamm in dem Bereich, wo diese Senke war. Und das Ganze sieht dann in 3D so aus wie hier gezeigt. Und man kann jetzt noch hingehen und hier oben in diesem Bereich das Gelände noch etwas anpassen. Ich will das nur in groben Zügen zeigen, dass das also auch relativ einfach ist, hier im Landschaftseditor mit dem Schlosssymbol wieder auf recht klein einstellen, nur auf zwei Felder, zweimal zwei Felder. Und dann markiert man also diesen Bereich, den man unverändert halten will. Hier entlang der Straße. Und hier sinnigerweise auch den Bahndamm, dass sich da auch nicht aus Versehen was tut. Hier kann man dann später hinten die Straße in einem Tunnel verschwinden lassen und hier noch kurz davor eine Brücke für die Bahnstrecke bauen, oder man baut die Tunneleinfahrt für die Straße gleich hier vorne hin und schließt das hier wieder, das Gelände. Also das ist reine Geschmackssache, wie man da das Gelände gestalten will. Aber hier in dem Bereich sollte man also schon diesen zackigen Verlauf, der dem Geländeraster geschuldet ist, etwas anpassen. Aber sehen, dass nun nicht unter der Straße sich wieder Lücken und Spalten im Gelände auftun, und deshalb sperre ich hier die Bearbeitung teilweise und kann dann anschließend recht sorglos mit der Geländeanpassung beginnen und muss mir da keine Gedanken um den Bereich unter der Straße machen, den ich ja gerade erst mit der entsprechenden Funktion angeglichen hatte. Dann holen wir uns hier den Wassertropfen, stellen dessen Intensität recht hoch ein und vergrößern auch den Bearbeitungsbereich und können dann hier das Gelände entsprechend angleichen. Wie man sieht, geht auch das recht schnell von der Hand. Und wir brauchen nicht mit im Bereich der Straße besonders aufzupassen. Da kann ja nichts anbrennen. Und haben jetzt hier das Gelände so weit angeglichen, dass es recht ansprechend aussieht. Für meine Begriffe jedenfalls, für eine erste Bearbeitung. Feinheiten noch schöner geht natürlich immer. Und dann drücken wir hier nochmal auf die Steuerungstaste und entfernen die Kreuze wieder. Und haben den Bereich im Groben fertiggestellt. Jetzt gehen wir nochmal in den 2D-Editor und stellen hier oben eine virtuelle Verbindung her.
zwischen den beiden Fahrspuren. Das ist alles nur zur Demonstration. Beim richtigen Anlagenbau würde man die Straße da hinten verlängern und vielleicht die Fahrzeuge dann in ein virtuelles Fahrzeugdepot fahren lassen. Aber jetzt möchte ich ja hier nur mal mit dem einen Fahrzeug, was ich da schon mal aufgestellt hatte, gleich mal zeigen, wie das aussieht, wenn da ein Fahrzeug lang fährt. Auch hier unten einfach diese Verbindung kurz schließen sozusagen. Und dann lassen wir mal das Auto, was hier nicht steht, losfahren. Das muss ich also noch mal schnell aufstellen. Das hatte ich doch hier auch schon mir rausgesucht. Das ist sowas hier. Das hat jetzt keinerlei Bedeutung, was das für ein Fahrzeug ist. Geht reine Weg um die Demonstration. Und den lassen wir mal mit 100 Stundenkilometern Landstraßentempo hier losfahren und setzen uns auch gleich mal rein. Doch ganz ansehnlich diese Straße runter fährt, weil jetzt relativ schnell verlegt haben in einem relativ komplexen Gelände mit Kurven, Biegung, Steigung, zwei einspurigen Straßen ohne Lücken, ohne Spalten, ohne kleine Stücken, sondern in großen 60 Meter langen Stücken. Und damit sind eigentlich alle Anforderungen soweit erfüllt. Und ich halte das also für einen erheblichen Fortschritt, den da die B16 bieten wird. Und ich möchte damit den dritten Teil dieser kleinen Reihe beschließen. Ich wünsche weiterhin viel Spaß mit allen existierenden und künftigen Versionen von EEB. Und melde mich dann gegebenenfalls demnächst mit einem weiteren Teil dieser Reihe, wobei ich dann erst mal sehen muss, was es da noch zu zeigen gibt. Aber wahrscheinlich wird da noch eine weitere Fortsetzung kommen. Schauen wir mal. Bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, das war's für heute. Und tschüss.